Servus Leute, heute sind wir mit Robin draußen in seinem Garten und werden eine Schwitzhütte bauen. So, und zum Bau der Schwitzhütte werden wir jetzt ein paar Äste schlagen und dann werden wir, um uns ein bisschen aufzuwärmen, ein Feuerchen machen, parallel zum Bau für die Schwitzhütte und dann gibt es nachher auch noch was Leckeres zum Essen. Genau, dann lasst uns mal die Sache angehen. So, heute haben wir ein bisschen Verstärkung. Hier, wie heißen die drei nochmal? Rosi, Max und keine Ahnung. Rosi, Max und keine Ahnung werden uns heute ein bisschen helfen dann. Gell? Gell? Ja, ja, mit der Axt streichen. Hey, hey, das darfst du nicht aufnehmen. Mit der Axt streichen. Sorry, Bro. Au, mein Kopf. War es auf deinem Kopf? Ja, aber zum Glück mit den leichten Ästen. Mit den leichten Ästen. Also, unsere Baumpfähle für das Grundgerüst haben wir schon mal hier bereit, wenn wir dann jetzt in den Garten ziehen. So, schaff mal was, gell, Robin? Abnehmen hier, dass ja. Ich die rübergebe. Ja. Dann sieht man ja dich. Wie sie gleich anfangen, an den Blättern rumzufressen. So. Hey, das sollt ihr nicht aufessen. Wollt ihr auch mit in die Schwitzhütte rein? Also wir werden jetzt zwei A-Frames für das Grundgerüst erstmal herstellen. Und dann... Und dann nehmen wir einen langen Stock zur Verbindung von einer Seite zur anderen Seite. Und werden dann die Hütte versuchen zuzudecken mit, wir haben eine große Plane dabei. Genau, die wird uns auf alle Fälle warm halten. Ja. Let's go. Okay. Okay, krass. So. So. Wort geht jetzt kurz nach oben, holt die Sachen, dass wir gleich noch ein Feuer machen können, dass uns ein bisschen wärmer wird, weil es ist schon relativ kalt heute. Und ja, dann... Könnt ihr mir so lange beim Hacken zuschauen. So kleine Späne.
Streng dann, gell, an die Hände. Ja. Okay, ich mach mal. Also, ich hätte mir gedacht, guck mal, wir machen das einfach so. Ne? Dann hebt das schon mal hier, machen hier ein bisschen Schnurr drum. Nachher kommt da der Pfosten oben drauf. Perfekt. Zweimal und dann legen wir den Stamm in die Mitte. Wobei, meinst du von der Höhe her zu hoch, zu niedrig? Wenn es halt zu hoch wird, müssen wir halt sehr viel auslegen. Stimmt. Also lieber sagen so, wir mal. So, dass wir uns drin halt einfach hinsetzen. Genau. Von der Höhe so. Ja. Sonst müssen wir zu viel auslegen und das haben wir nicht. Ein Kolken muss man sparen. So, ich nehme hier jetzt was von dem Heu von Bertha. Auf mein Schummerrad, wie wir die Hütte aufstellen sollen. Ich hätte jetzt gesagt, praktisch so, in die Richtung, dass das eine Ende praktisch im Gebüsch ist. Dass wir da ein bisschen vor Wild geschützt sind, sozusagen. Okay. Dann haben wir den Zaun auch hinter uns. Ja. Und Schafkacke. Ja, für den Raumduft. Ja, können wir da noch wegschaufeln. Guck mal, die können wir so auch ineinander. Ja, ja, der Haken. Das war Absicht. So. Ich habe die erste Wand aufgestellt. Da. Da. Hey. Hier, setz das mal rein. Dann nehmen wir die. Hey, ich wollte es auf deinen Kopf. Willst du nicht? Hey, guck mal. Das sieht doch schon genauso aus, wie wir es uns vorgestellt haben. Also, ich würde jetzt mal sagen, unser Werk ist getan. Gerne. Wir machen jetzt 2 Euro. Komm, let's go. Ah. Ah. Okay. Wir können doch nicht gehen. Schade, müssen wir doch festspielen. Ja. Wie lange machen wir? An Schnur mangelt uns nicht. So, ja, mach mal so 10 Meter pro Seite, oder? So, und warum hänge ich die Sachen alle hin? Damit ich sie nachher im Schnee nicht verliere. Hä? Hey, das ist ein guter Tipp für mich. Mein Messer ist scheiße, merke ich gerade. Aber Kinder das jetzt nicht zu Hause nachmachen, gell? Sonst gibt's aufs Maul. Ich kann aber keine Knoten binden, Moment. Mach's einfach fest. Einfach, dass es nicht wieder abgeht. Okay. So, das reicht. So. Was meint ihr? So sollte es reichen. Lass mal los. Steht, oder? Steht? Ja, der Ast da hinten hält es einfach fest. Ist halt ein guter Ast, gell? So. Muss jetzt auch nicht kompliziert sein. Und auf YouTube schön auf uns die Sonne. Wie dieser eine Knoten. Ich muss mal YouTube-Videos gucken, wie man knotet. Ich kann keinen einzigen Knoten, Leute. Vielleicht mal Handschuhe ausziehen. Achso, weil dann mein Hirn besser funktioniert. Ja. Mehr. Vielleicht brauchst du einfach eine dritte Hand dafür. Warte. Hast du gerade frei? Robin steckt jetzt nochmal die Hölzer ein bisschen in den Boden rein. Bisschen die Stabilität erhöhen. Dann holen wir mal die Plane und sind gleich wieder da. Boah, hast du das Ding in die Fresse bekommen. So. Ist jetzt halt schon ziemlich steinhart, die Plane.
weil es halt echt, also wir haben gerade minus 10 Grad oder so und deswegen ist sie gerade ziemlich fest sagen gefroren. Wir, ziehen Sie erstmal ein bisschen in die Länge, oder? Ja. Gehen mal darüber. Ja. Was wird das? Was machen wir? Wollte ich gerade eindecken. Nee, ich wollte es oben drüber, so. Aber das ist im Weg. Ah, meinst du, das reicht von der... Von der Breite her? Das nee, ist aber wir machen, ich glaub, machen das nicht so. Oder warte mal, wir legen es einmal so außenrum. Ja, auch mal kurz reingehen. So, lässt sich gut drin sitzen, ja. Okay, dadurch, dass es jetzt auch nicht so riesig ist. Ja, dadurch, dass es jetzt nicht so riesig ist, müssen wir auch nicht so viel heizen. Da schaut noch ein bisschen was raus. Eine Störkante. Ah, danke schön. Eine Blume von Robin. Wir haben hier jetzt noch eine zweite Plane dabei. Damit es oben ganz dicht ist, werden wir jetzt diese zweite Plane noch mal drüber stülpen. Sollen wir es so lassen? Ja, lassen wir so. Das Wetter, das sieht schon gut aus, gell? Jetzt machen wir erstmal Feuer. Jetzt machen wir erstmal Feuer, genau. Alter, was für geiles Holz das ist. Aha. Machst du Video? So. So. Wenn die in unsere Richtung schießen, gerade haben sie schon wieder geschossen. Ich mache jetzt Ding, so eine kleine Rille. Okay. Was dauert, weißt du? Ja, so eine Mulde oder was? Hä? Dass da von unten Feuer, Luft ans Feuer kommt, weißt du? Okay. So. So, dann machen wir das Feuer hier so drauf, oder? Dann kriegt es von unten ein bisschen Luft, hat so ein bisschen eine Base. Also ich mache jetzt nochmal Feu hier oben drauf. Probier es jetzt mal mit dem Feuerstahl hier anzulegen. Erstmal machen wir es mal ohne das Dreieck hier. Aber es hat gerade gebrannt. Nö, das wird nichts. Doch, das wird.
schon wieder ausgegangen. Aber es war gerade an. Hast du gesehen? Habt ihr es alle gesehen? Nee, das ist zu feucht. Es war gerade eben wieder an und dann ist es gleich wieder ausgegangen. Genau, Erde. Das brennt gut. Alle. Meine Hand brennt doch. Ist doch egal. Jetzt. Ah, geil. Du bist der Eireibe, dass das Salz und so besser bebst gleich. Ja. Aha. Was sagt das Fleisch? Das Fleisch sagt, ich bin geil. Der Freund hat ein Ding gesehen im Leipzig. Das ein Schusswert noch dafür. Mit dem Hintergrund vielleicht. Auf einmal. Genau, und noch ein bisschen zusammenschieben, dass es nachher eine Ding gibt. Wickel es ein bisschen enger vielleicht. Genau. Das ist halt schon dick. Ja, das macht, das geht aber schon schnell durch. Schmeckt gut. Mhm. Bis auf dieses komische. Nimm mich mal auf mit dem Brot. Nimm mich mal auf mit dem Brot. Ja, warum? Kann man. Warum? Nicht gerade was, guck mal, ich hab doch gerade abgebissen, was soll ich denn aufnehmen? Also mich so kurz, wie ich das hier so halte. Mich. Also dich? Man sieht halt gar nichts, gell? Mach mal Licht aus. Ah, man sieht alles. So Leute, so sieht unser Ergebnis aus. Die Schwitzhütte steht. Leider ist es jetzt etwas dunkel geworden. Deswegen werden wir die Schwitzhütte beim nächsten Mal mit heißen Steinen ausprobieren.
werden euch dann das Resultat mit dem Schwitzen dann auch demonstrieren. Ja, möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Guten Appetit. Guten Appetit. Hier, schön feines Stockbrot. Ich mache jetzt ein Ding.